Na, Männer, alles klar. Jawohl, Herr Karl! Sehr gut. Situation ist folgendermaßen. Wir haben jetzt doch ein bisschen Schaden verursachen können hier an dem Konvoi, auch wenn es nicht ideal gelaufen ist. Aber momentan sind wir eher wieder zum Gejagten geworden. In diesem Moment überläuft uns der Zerstörer. Und ich gehe davon aus, dass wir gleich ein paar Geschenke bekommen werden. Alle Maschinen stopp. Sauerstoffgehalt hat sich wieder ein bisschen verbessert, die Situation. Da müssen wir sowieso schon mit Kaliumabsorbern arbeiten, weil wir einfach schon zu lange unter Wasser sind. Wo bleiben die Wasserbomben? Ja, die hatten uns auch gerade schon in der Peilung. Haben sie die Peilung jetzt wieder verloren? Wir bleiben einfach mal kurz gestoppt. Mannschaft scheint so ein bisschen nervös zu sein. Scheiße. Die nächste Peilung. Nicht gut. Was machen sie? Die kommen alle hier rüber geschippert. Seht ihr das? Korvette, Zerstörer, Korvette, Korvette. Und hier drüben sind noch drei Zerstörer. Das könnte eng werden. Lassen wir sie näher kommen und hauen nochmal einen Täuschkörper raus. Wir können halt auch nicht ewig hier unten bleiben. Oh, sieht nicht gut aus. Wer hat die Täuschkörper? Jetzt wäre vielleicht... Also jetzt sind sie ziemlich alle hier versammelt. Vielleicht wäre jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, nochmal einen Täuschkörper rauszudrücken. Es knarzt auch schon ein wenig im Gebälk. Ja, wir machen das mal. Und dann gehen wir kurz auf AK, wenn es geht, und versuchen uns davon zu schleichen. Während der Täuschkörper da oben ein bisschen Lärm erzeugt. Ein bisschen Radau macht. Wenn ich hier vielleicht durch dürfte. Oh. Bestätigt. Weg. Also, manchmal, aber nur manchmal. Das darf echt nicht wahr sein. Komme ich von hier dran? Okay, wir machen das so. Ah, okay, okay, okay. Gut, hat funktioniert. Täuschkörper raus. Dann brauche ich mal jemanden hier am E-Motor. An der E-Maschine. So. Und beide Maschinen AK. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Und den Frachtern hinterher. Was macht der Sauerstoff? Okay. Das hat schon mal funktioniert soweit. Legen Sie den Kurs an. Fürs Erste zumindest, aber da ist schon wieder eine Korvette. Langsam, 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 Leute. Alle Maschinen stopp. Die haben die uns schon wieder. Ja, die werden immer besser. Muss man auch dazu sagen. Und wir sind jetzt noch so gegen Ende. Herbst 41. Ich möchte nicht wissen, wie das abgeht, wenn wir mal 42, 43 erreicht haben. Dann haben wir wahrscheinlich gar keine Chance mehr. Scheiße, es ist wieder einer durchgedreht. Schnell drum kümmern. Wo ist er? Irgendwo hier hinten. Kommandant. Beruhigen. Ihr wisst ja, Werftgarantie liegt bei 90 Metern. Wir sind bei 120. Ah, die haben uns schon wieder... Ich glaube, die haben uns schon wieder genau auf dem Schirm hier. Wobei hier also die Ortungs... Na gut, Ortungsrate ist halt bei 100, klar.
Und er ist halt auch hier noch beim Torpedo vorwärmen. Sieht nicht gut aus. Scheiße, schlechte Luftqualität. Die Frage ist auch, wie lange suchen die hier? Die können ja ihren Konvoi jetzt auch nicht ewig weiter alleine da rumschippern lassen. Und die exakte Position haben sie nicht. Aber er überläuft uns jetzt hier schon ziemlich aggressiv. Hallo? Scheint aber keine Wasserbomben zu geben. Wir legen nochmal Kaliumabsorber in die Lüftungsanlage rein. Weil das wird uns auch gleich Probleme bereiten. Lager öffnen. Ventilation. Nochmal 10 Stück. Schalten die Lüftung aber noch nicht an. Ah, jetzt müssen wir aber. Macht natürlich Radau. Keine Frage. Lüftung wieder aus. Legen Sie den Kurs an. Die geben nicht auf. Na, wie schaut's aus? Wasserbomben? Ich meine, der überläuft uns jetzt wirklich direkt. Aber wir sind auch relativ weit unten. Na? Sie scheinen nicht zu spucken. Gehen mal 10 Meter höher. 100 Meter. Na? Okay, jetzt haben wir keine Kontakte mehr, weil er hier platt ist. Der Östermann, aber wir könnten ihn ja eigentlich... Nee, das geht gar nicht. Aber Ingenieure könnte man theoretisch ans Horchgerät setzen. Dachte ich zumindest, das ging doch beim letzten Mal. Achso, nee, er sitzt ja noch. Er sitzt ja noch. Er ist nur... Er ist noch fertig. Jetzt können wir uns aber davon schleichen, oder? Hier. Mal mit kleiner Fahrt. Nach hinten absetzen. Mal die Ventilation an. Einfach nur möglichst weg jetzt von denen. Die haben jetzt, glaube ich, auch aufgegeben. Oder kann man sagen, die fahren jetzt wieder direkt dem Konvoi hinterher. Das heißt, für uns die Möglichkeit, mal kurz aufzutauchen. Ist auch dringend nötig. So, die sind ja alle abgesoffen, ne? Wie spät haben wir es? Nachmittags. Früher Nachmittag. Okay, schon mal auf Zero-Tiefe gehen. Auf Zero-Tiefe gehen. Mal durchlüften. Und vielleicht können wir die Gelegenheit sogar nutzen, zu reparieren. All die Schäden, die entstanden sind, dafür müssen wir ja auftauchen, um das zu reparieren. Und vielleicht einfach mal so ein bisschen auch den Kopf durchlüften, mal kurz durchschnaufen. Lenzpumpe an. Und dann machen wir nochmal einen weiteren Anlauf. Wir haben ja noch alle. Und wir werden auf jeden Fall nochmal versuchen, an den Konvoi dran zu kommen. Das war's noch nicht, meine Freunde. 70. Puh. Ist aber auch, also, schon eine harte Nuss, muss man sagen. Also mit so viel Geleitschutz habe ich, glaube ich, so in der Form auch noch gar nicht erlebt. Das waren ja, glaube ich, insgesamt 7 Kriegsschiffe. Für vergleichsweise wenige Frachter. Also schon eine Ansage hier von den Tommies.
Lüftung können wir eigentlich wieder ausmachen, ne? Sieht's eigentlich beim Essen aus? Können wir hier noch für ein bisschen Abwechslung sorgen? Ha. Ein bisschen Schweinefleisch haben sie sich verdient. So, Lenzpumpe an. Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Stängel ausfahren. Spargel, glaube ich, wurde mir verraten. Unruhige See. Da war doch gerade eine Rauchfahne, oder nicht? Oder auch nicht. Da, in die Richtung war gerade irgendwas. Da. Was haben wir da? Wrack. Okay. Gut. Ich denke, wir können es uns erlauben, mal aufzutauchen, oder? Korvette ist wie weit entfernt? 6 Kilometer, okay. Sehr wohl, Herr Kaloy. Alles klar. Klar machen zum Auftauchen. Tanks anblasen. Durchlüften. Notwendige Reparaturen durchführen. Er ist eh schon in die Koje gegangen. Er geht direkt auch in die Koje. Der Rest ist soweit noch fit. Ach, er ist noch eine Ziellösung drin. Er ermittelt jetzt einen Kurs auf das Wrack. So, haben wir hier vielleicht tatsächlich noch irgendwas über Wasser, was wir noch abschießen müssen? Kann das sein? Druckluftreserven werden wir uns drum kümmern. Dieselkompressor an. Wir schalten mal auf normale Beleuchtung um. Dann würde ich ganz gerne. Genau. Luke auf. Sag mal, die drängeln sich einfach vor, ne? So. Okay, ist die Frage. Fangen die Ingenieure jetzt direkt an? Hier mit der Reparatur? Wäre mir schon ganz recht. Das U2 hätte ich auch ganz gerne wieder klar. Wir sind schon auf Dieselmotoren, oder? Langsame Fahrt voraus. Schneller, schneller. Haben wir jetzt hier oben noch irgendwas? Die sind doch alle abgesoffen, oder? Ich würde sagen, ja. Oh. Okay, das passt schon. Na gut. Legen Sie den Kurs an. Irgendwo in dem Bereich wird mittlerweile der Konvoi unterwegs sein. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und wir gehen natürlich nochmal dran. Schneller, schneller. Keine Frage. Wieso geht er eigentlich ans... Achso, er kann nicht ans Uzu gehen. Das ist der Punkt. Deswegen. Würdet ihr... mal hier die Reparaturen durchführen, da wäre ich euch wirklich sehr verbunden. Er ist, glaube ich, eh schon hier da dran, oder? Er repariert schon. Seht ihr es richtig? Der Herr Wächter. Ja, genau. Instandsetzungsarbeiten hier. Mann, Mann, Mann. Also wie schon gesagt, wenn die noch ein bisschen besser werden, die Feinde, mit so einer Menge an Kriegsschiffen, und wenn die dich wirklich in der Peilung haben und dann vielleicht noch eine Kreuzpeilung herstellen können und dann die Wasserbomben auch sitzen, dann geht das nicht mehr so glimpflich aus wie heute. Das wird alles noch richtig ungemütlich werden.
Ich freue mich schon auf die Zaunkönige. So, dann beschleunigen wir die ganze Geschichte mal so ein bisschen. So, Schäden sind repariert. Sollen wir funken? Wir funken mal. So, er darf auf jeden Fall nochmal pennen gehen. Sind wir eigentlich noch in unserem... Ja, wir sind immer noch im Operationsgebiet. Okay. Na dann, mal hinterher. Wieso hat er nichts zu tun? Ist er nicht zugeteilt oder... Ah, er ist nicht zugeteilt. Kann das sein, dass die vielleicht die Zuteilung... Ach du Scheiße, auch das noch. Kann das sein, dass die Zuteilung verlieren, wenn... wenn man sie manuell zur Reparatur abstellt? Kapitän? Bei Hagenau, der müsste... Der hätte eigentlich rechnen müssen, ne? Der ist Obersteuermann. Na gut. Position ermitteln. Also gut, wir sind wieder auf Kurs, sind auch schon wieder ziemlich nah dran am Konvoi, der dürfte sich circa hier befinden und es hat sich tatsächlich noch ein weiteres U-Boot dazugesellt. Ich denke mal, das liegt einfach daran, weil ich einen Funkspruch abgesetzt habe. So, wir könnten jetzt hier tatsächlich auch klicken, um Verbündete zu treffen. Wobei wir sind ja schon, also ich glaube, dann betritt man einfach nur das Gebiet, oder? In dem sich der andere befindet. Okay, aber der könnte jetzt natürlich schon durchaus hilfreich werden hier, der Kamerad von... Was haben wir denn hier eigentlich? Unbekannt, okay. Vielleicht identifizieren wir den erstmal. Ah, der fährt tatsächlich jetzt auch auf uns zu. Okay, interessant. Okay, Lindemann, den legen wir mal schlafen. Stattdessen übernimmt der Kommandant. Dann sehen wir uns den Mitstreiter hier mal aus der Nähe an. Lenzen müssen wir noch. Oh, das ist aber jede Menge Wasser hier in den Abteilen. Ja, ich habe halt vergessen, die Luke dicht zu machen. Daran wird es wohl gelegen haben. Während ich hier kurslos herumgeschippert bin. So, der müsste sich doch hier vorne direkt befinden. Da drüben. Kann man den Turm erkennen, glaube ich. Da. Na gut, Kameraden, was machen wir jetzt mit denen hier? Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Identifiziert ist er irgendwie immer noch nicht, ne? U1014, okay. Dann würde ich dem ganz gerne einen Kurs zuweisen. Mhm. Und der geht auch auf Kurs. Zu Befehl. Okay. Ja. Ja, das passt schon. Sehr gut. Also haben wir jetzt praktisch ein Mini-Wolfsrudel, wenn man so will. Das ist doch auch nicht schlecht. Dann sehen wir mal zu, dass wir an den Konvoi wieder drankommen, würde ich sagen. Und diesmal mit Verstärkung. Und ich denke, es würde sowieso, ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn ich das zukünftig so mache, dass ich, sobald ich einen Konvoi entdeckt habe, einen Funkspruch absetze. Dann stehen die Chancen, glaube ich, relativ hoch, dass mir Verstärkung zugesandt wird. Und gerade bei der Anzahl an Begleitschiffen hätte ich mich da, glaube ich, wesentlich leichter getan. Sehen wir mal zu, dass wir dem nicht ganz so davonfahren. Der ist relativ langsam unterwegs. Das kann man, glaube ich, nicht beeinflussen, oder? Wie schnell die sind? Denke nicht. Aber einen Kurs kann man ihm setzen. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wo sich das noch hin entwickelt. Das hat ja auch jede Menge Potenzial, so Wolfsrudelgeschichten. Okay, ich denke, wir sollten mal kurz auf Tauchstation gehen, rundhorchen. Um rauszufinden, wo sich der Konvoi genau befindet. Der kann noch nicht weit weg sein. Gehen mal auf Zero-Tiefe. Einsteigen. Wie spät haben wir es? 19:34. Die Nacht bricht an, das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Wenn wir da in den nächsten paar Stunden nochmal drankommen,
Wir sind ja bekanntlich noch nicht fertig. Das war also bislang... Turmlok ist zu. Bislang relativ unbefriedigend hier die ganze Geschichte. Wechseln auf E-Motor. Fehlschüsse dabei gehabt. Auf Seerohrtiefe. So. Jawohl. Dann hören wir uns mal um. Kreiselkompass habe ich jetzt auch wieder angemacht. Den hatte ich halt auch vergessen, deswegen wahrscheinlich auch entscheidender Grund, warum wir die Navigation verloren haben. Alle Maschinen stopp. Und du spitzt mal bitte die Ohren. Kontakt. Herr Galoy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Sind wir so weit abgekommen? Das kann ja fast nicht sein. Ernsthaft. Na gut, das käme schon hin. Hier waren so die ganzen Versenkungen. Ja, okay. Müssen wir einen Kurs wechseln. So in etwa. Und für ihn setzen wir natürlich auch einen Kurs entsprechend. Gehen auf große Fahrt und wir... Ich denke, wir werden den Schnorchel ausfahren. Na? Das war schon. Ja, sind mit Diesel unterwegs. Nee, Moment, sind wir? Nee, noch nicht. Ich glaube, der fährt gerade noch raus, oder? Der Schnorchel. So. Umschalten auf Dieselmotoren. Dieselmotor läuft an. Große Fahrt voraus. Na schön. Na schön. Beide Maschinen AK. Wir geben ein bisschen Gas. Lindemann legt sich so lange noch hin, damit wir den noch als Reserve haben. Beziehungsweise, nee. Der müsste doch auch in der Lage sein, einen Kurs zu berechnen. Dann geht er jetzt wieder hier schlafen. Er geht an den Kartentisch. Ihn brauche ich noch wegen AK-Fahrt. Östermann gönnt sich auch nochmal eine Pause. Aber nur eine kleine Pause. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ah, wir kommen gerade nicht in den Fortbewegungsmodus, oder weil wir noch zu nah an dem anderen U-Boot dran sind, kann es sein. Okay, er ist ausgeschlafen, passt. Ab in den Horchraum. Alle Maschinen stopp. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Und wir sind schon ziemlich nah dran. Dann gehen wir noch näher dran. Große Fahrt voraus. Na? Naja, der Geleitzug dürfte ungefähr so einen Kurs hier laufen. So, willkommen in den Fortbewegungsmodus. Was macht das U-Boot jetzt? Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Ja, jetzt können wir ihm wieder keinen Kurs setzen, weil wir ihn jetzt wieder aktuell nicht identifiziert haben. Nicht, dass der sich jetzt davon macht. Den könnte ich wirklich noch brauchen. Scheiße, der haut jetzt ab, oder? Sehe ich das richtig? Ach, das ist ja super ärgerlich manchmal. Das ist ärgerlich. Muss ich jetzt wirklich alleine daran? Scheiße. Feindlicher Zerstörer auf. Das hat mir gerade noch gefehlt. Wieso habe ich keine Sicht? Weil das Seerohr nicht ausgefahren ist. So. Nicht vergessen, wir sind noch mit Schnorchel unterwegs. Es wäre schon freundlich von ihm, wenn er jetzt hier auch noch eingreifen könnte. Das wäre schon... Okay, da haben wir den Zerstörer. Ei, ei, Herr Kaloy. Ich fürchte fast, die haben uns schon wieder entdeckt. Feindlicher Zerstörer. Oh ja. 3 Uhr. Schmeckt mir nicht. Wir tauchen.
Und ich habe den Schnorchel vergessen. Ja, scheiße. Okay, gut. Schnorchel einfahren, tauchen. Und hoffen, dass uns Fortuna wohlgesonnen ist. Oder so ähnlich. Na, Schnorchel einholen. Wechseln auf E-Motor. Umschalten auf E-Maschinen. Und ab in den Keller. 100 Meter. Kreisekompass schalten wir aus. Meter. 40, 60, 80, 100. Oh ja, die ganze Bande ist schon wieder dran. Scheiße. Das sieht nach Wasserbomben aus, Freunde. Das sieht Kapitän? Eindeutig nach Wasserbomben aus. Kleine Fahrt voraus. Na, wie sieht's aus? Feindlicher Zerstörer auf. 2 Uhr. 2 Täuschkörper hätten wir noch im Angebot. Würden die hier Sinn ergeben? Schrauben direkt über uns, Herr Kalor. Eigentlich schon, oder? Hier ist der restliche Konvoi. Da ist auch noch eine Korvette mit dabei. Da ist noch ein Zerstörer. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ach, mit ihm können wir aktuell nichts anfangen hier, leider. Schade, den hätte ich jetzt so gerne hier auf den Konvoi geschickt. Na, keine Wasserbomben? Feindlicher Zerstörer auf. Ja, die fahren so ein bisschen Ballett. Zerstörer-Ausdruckstanz. So, der überläuft uns jetzt aber hier. Na, was macht er? Ich weiß halt auch nicht. Hat er überhaupt noch Wasserbomben? Ich weiß nicht, wie das dargestellt wird. Also ob man das wirklich erkennen kann hier draußen, grafisch. Ich meine, hier sieht's ziemlich leer aus, würde ich mal sagen. Vielleicht hat er wirklich keine Wasserbomben mehr. Kann ja sein. Schaut's bei dem anderen aus? Und vielleicht ist es in der Spielmechanik einfach so, dass die trotzdem ihre Kurse weiterfahren. Der hat aber noch was hier hinten drauf, oder? Der hat noch Wasserbomben. Eindeutig. Volle Ladung. Okay. Gut. So, und das ist jetzt auch der, oder? Den wir gerade im Blick hatten. Ja, also wenn, dann knallt's jetzt. Weil auch der überläuft uns ziemlich genau. Scheint aber nicht loswerden zu wollen. Umso besser. Bin fast geneigt, nochmal einen Täuschkörper rauszuhauen, wenn wir die Dinger schon an Bord haben. Was machen die anderen? Kommen die jetzt auch hier rüber geschippert? Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Herr Kaloy? Ja, wir machen das jetzt. Wir drücken mal einen raus hier, ne? Dann sollst du dich mit dem ein bisschen vergnügen. Wir schauen, dass wir möglichst irgendwie auf die andere Seite rüberkommen. Damit wir einfach die anderen Frachter nochmal aufs Korn nehmen können. Das kann so nicht weitergehen. So, wenn Sie mich bitte mal hier durchlassen. Danke. Sonartäuschkörper starten. So, der macht jetzt schön Radau. Bedeutet für uns, wir gehen auf AK. Schneller, schneller.
Seht ihr, geht doch unter Wasser. Aber wir haben hier nicht mehr allzu viel Luft nach unten sozusagen. Knapp 140 Meter. Wir sind schon auf 100. Na gut, das sollte schon passen. Wo sind wir eigentlich genau? Wir sind auf jeden Fall hier noch im Planquadrat, aber halt schon relativ bedrohlich nah dran an der gegnerischen Küste. Ne? Also die sind praktisch kurz vor der Hütte hier. So. Die haben auf jeden Fall haben sie angebissen? Oh, das wäre gut. Das wäre wirklich gut. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Das mit dem anderen U-Boot. Hat sich einfach verpisst. Ja, so viel dazu. Scheiße. Kapitän? Nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Kleine Fahrt voraus. Alle Maschinen stopp. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Hartnäckig, hartnäckig. Die ganze Bande auf einen Haufen hier. Scheiße. Luftqualität wird schon wieder ein Problem. Keine Wasserbomben. Wir müssen lüften. So leid es mir tut. Nein, nicht die Lenzpumpe. Ventilation. Lenzpumpe aus. Bringt sowieso nichts auf der Tiefe. Ventilation aus. Mhm. Kleine Fahrt voraus. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ja, die sind nicht schlecht, die Jungs hier. Muss man schon sagen. Auch wenn sie mich jetzt nicht erwischt haben, nicht richtig angepeilt haben. Keine Wasserbomben, aber sie schaffen es doch immer wieder mich abzudrängen hier vom Konvoi. Der braucht nochmal kurz eine Ruhepause. Oder sollen wir ihm Kaffee geben? Ich habe so viel Kaffee eingepackt, fällt mir gerade ein. Komm, der kriegt mal ein bisschen Kaffee. Den werden wir ein bisschen aufputschen, den Kollegen. Trinken, trinken, trinken. Und einen kriegt er noch auf Tasche. So, sehr wohl, Arbeitsplatz. Herr Kaloy. Das ging jetzt schnell, habt ihr gesehen, wie schnell der Platz genommen wird? Hat. Ja, der ist ordentlich aufgeputscht. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Schneller. Schneller, die Scheißzerstörer. Jawohl. Beide Maschinen AK. Ventilation an. Ich muss mich ausruhen. Puh, so müde. So, wir gehen runter auf halbe Fahrt, weil der Maschinist wieder ins Bett gegangen ist. Mann, Mann, Mann. Zähl nochmal. Ob das noch von Erfolg gekrönt sein wird, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.